Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Avenger Talk. Ich bin der Avenger und ja, ich sage erstmal herzlich willkommen zum schönsten Sonntag in der Woche, wie schon gesagt. Und wir haben ein paar Themen zu sprechen. Unter anderem geht es um die Telekom, die Opfer eines Hackerangriffs wurde. Und über einen ganz speziellen Kanal, der eine echt coole Aktion gerissen hat. Einer meiner besten Freunde eigentlich mit, die bei mir vertreten sind. Und ja, worum es sich genau handelt, seht ihr gleich nach dem Intro. Also dranbleiben. Reden wir erstmal von dem Kollegen, der schon lange zu einer meiner besten Freunde gehört, und zwar Autopflege Stelzner. Hier nochmal zu sehen, der Kanal ist wie immer in der Videobeschreibung oder da. Ich glaube da. Auf jeden Fall. Um was es sich da handelt, ist folgendes. Er hatte zu Weihnachten was ganz Spezielles gebunden. Und zwar eine Versteigerung seiner Autopflege in Wert von 999 Euro. Aber das ist nicht alles. Nämlich der Erlös geht an eine ganz besondere Organisation. Der komplette Erlös geht nämlich an die Kinderkrebshilfe. Ich finde, es ist eine mega geile Aktion von ihm, was er macht. Und wie schon gesagt, sein Kanal ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch alle Infos holen. Der wird euch auch gerne Frage und Antwort stehen, falls ihr da nicht mitmachen könnt. Teilt es trotzdem mit euren Freunden, erwähnt es überall, auch bei Twitter, Facebook etc., dass er da so viele Leute wie möglich zusammenbekommt, um seine Sachen durchzusetzen. Ich finde es sensationell auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall auch mitmachen, meine Familie auch, und ich hoffe, ein paar von euch vielleicht auch. Ich finde, es ist für einen guten Zweck. Zu Weihnachten gerade jetzt ist sowas ganz besonders wichtig und die Kinder haben es auch verdient, dass ihnen geholfen wird. Also wie schon gesagt, schon einfach mal rein. So, das nächste Thema ist natürlich die Telekom. Die Telekom ist Opfer eines Hackerangriffs geworden, vor gar nicht allzu langer Zeit. 900.000 Router waren betroffen durch eine Sicherheitslücke. Thomas Cerci, Leiter der Group Services, Security Services der Deutschen Telekom, hat dazu Stellung bezogen. Er hat gesagt, dass viele Gerüchte im Internet seine Runde drehen, unter anderem, dass das Problem schon vor 2 Jahren schon Thema gewesen ist oder dass es vielleicht ein Angriff der Art war, was vor ein paar Wochen in Irland stattgefunden hat. Er sagte, nein, das ist nicht, es ist wesentlich simpler. Und zwar, das System wurde so lange mit Daten bombardiert, also mit Daten zugespammt, eine halbe Stunde lang, bis das System komplett abgestürzt ist. Er sagte unter anderem auch, dass es damit behoben werden könnte, wenn man einfach den Stecker rauszieht und den Stecker wieder reinzieht, dann würde der Router wieder funktionieren. Ganz normal. Also es wäre angeblich keine große Sicherheitslücke gewesen und es wäre kein Mega-Hammer-Ultra-Angriff gewesen. Ich bin da eigentlich anderer Meinung. Ich glaube, das ist wieder so eine Vertuschungsaktion. Ich finde es ziemlich gefährlich, wenn wir jetzt mal wirklich überlegen, wenn die jetzt sowas schon reißen können bei der Deutschen Telekom, die ja angeblich das beste Internet von Deutschland vertreten. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, auch die Ersten waren, die das gemacht haben. Sollten sie da nicht über genug Sicherheit verfügen, geilsten Hacker am Start haben, die gegen sowas vorgehen können? Man weiß es nicht. Schreibt es mir am besten mal in die Comments, was ihr da davon haltet. War da die Telekom ein bisschen leichtsinnig oder sparen sie da an irgendwelchen Ecken, wo sie nicht sparen sollten? Schreibt's mal rein. Ich bin gespannt und wie schon gesagt, bis gleich. Ja, das war's auch schon wieder. Kurz und bündig, wie man mich kennt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, was ihr zur Autopflege stellt zu handeln. Wie schon gesagt, ich finde es eine geile Aktion. Gerade zwecks der Krebshilfe ist das ultra wichtig und gerade zu Weihnachten. Also ich werde es auf jeden Fall unterstützen. Habe ich mir in dem Video auch schon gemacht. Also ich verbreite das Ganze ja und ich hoffe, ihr macht das auch. Ihr teilt es mit euren Freunden, schreibt es bei Facebook. Keine Ahnung, ist es auf jeden Fall für einen ultra guten Zweck und schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Vielleicht fahrt ihr auch ein Auto und seid mega dran interessiert und wollte ich einfach mal die Preislisten anschauen. Er hatte auch einiges am Start. Oder er hat was zu Telekom zu sagen, was natürlich meiner Meinung nach ein riesengroßes Risiko ist, weil ich bin auch so ein Verfechter davon, dass der nächste Weltkrieg wahrscheinlich erstmal im Cyberspace, also im Internet stattfinden würde, um sämtliche Techniken der Gegner außer Gefecht zu setzen. Also ich finde, das ist so schon ziemlich beunruhigend. Meint ihr nicht? Also wie schon gesagt, schreibt es mir da unten rein. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen traumhaften zweiten Advent. Ich bin wieder euer Avenger und wie schon gesagt, lasst mir auf jeden Fall ein Like oder ein Dislike da, wenn Dislike bitte begründen und auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Macht auch bei dieser Krebshilfe mit. Ich finde es mega cool. Ja, das war's auch schon wieder. Wie schon gesagt, haut da rein. Macht nicht gut, macht's besser und wir sehen uns beim nächsten Let's Play oder spätestens, denke ich mal, am Mittwoch bei meinem Channel of the Week. Also ich würde mal sagen, wie schon gesagt, in diesem Sinne, Servus, alter Schwede.